Hardy Krüger, mein Leben als Nazi-Soldat. Hardy Krüger wuchs im Nazi-Regime auf, kämpfte im Zweiten Weltkrieg und gilt heute als wichtige Stimme gegen das erneute Erstärken von Rechtsradikalen. In seinem neuen Buch gewährt der deutsche Weltstar ganz private Einblicke aus seiner Kindheit in SS-Uniform. Hamburg. Mit 16 Jahren kämpfte er in den letzten Kriegsmonaten in der 38. SS-Panzergrenadierdivision Nibelungen gegen die Amerikaner und half als Kurierjuden bei ihrer Flucht über die Grenze in die Schweiz. Er war Adolf Hitler Schüler, gedrillt in der NS-Ordensburg Sonthofen und erkannte mit Hilfe der UFR-Stars Hans Söhenker, 1903 bis 1981, Große Freiheit Nummer 7, und Albert Florath, 1888 bis 1957, die Feuerzangenbowle, den verbrecherischen Charakter des Nazi-Regime. Die Jugend des Schauspielers, Schriftstellers und Weltenbummlers Hardy Krüger, 88, erscheint in ihrer existenziellen Dramatik Lichtjahre entfernt vom Twitter-Dasein heutiger Teenager. Es war ein Dasein, über das Krüger nun ein Buch sein 17. geschrieben hat. Unter dem Titel Was das Leben sich erlaubt. Mein Deutschland und ich, Verlag Hoffmann und Kempe, erinnert sich der in Kalifornien und Hamburg lebende einstige Weltstar an sein Heranwachsen vor dem Hintergrund von Drittem Reich, Massenmord und Untergang sowie der Hitlerhörigkeit vieler Deutscher, auch seiner eigenen Eltern. Allerdings aus höchst aktuellem und patriotischem Anlass, wie er schreibt. Hebt euch ab von den Politikverdrossenen und anderen Gedankenlosen, die uns schon einmal ins Verderben haben gehen lassen, wendet sich der seit vielen Jahren gegen neu erblühten Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit engagierte Autor an ein junges Lesepublikum. Krüger nutzt seine Erfahrung zur Aufklärung. Und er fährt fort, schweigt nicht zu den verbrecherischen Thesen von gefährlich rechts und ganz weit links. Weil es euer Leben ist. Eure Zukunft. Unser Land schon seit Jahren nutzt Krüger seine Erfahrungen und seine Popularität, um in Schulen und Rathäusern Aufklärung über die dunkle deutsche Vergangenheit zu betreiben. Außerdem gründete er etwa 2013 mit der Initiative Exit Deutschland sowie den prominenten Klaus Bedingungen Narz, Hark Bohm und Dieter Haller wurden das Projekt Gemeinsam gegen rechte Gewalt. Es weist auf neonazistische Gefahren hin und wirbt für die Unterstützung von Projekten gegen rechts. In seinem Buch beeindruckt Krüger allein durch seine persönlichen äußeren und inneren Erlebnisse. Die gestalteten sich zwar selbst für damalige Zeiten extrem, stehen dennoch beispielhaft für moralischen Niedergang und die Möglichkeit, sich daraus zu erheben. Für den hochbegabten Berliner Jungen Eberhard, dessen biederbürgerliche Vater und Mutter ihm auf erste kritische politische Fragen die Antworten schuldig blieben, gerieten die Kinostars Söhenker und Florath zu Schicksalsfiguren. Beim Dreh zum Propagandastreifen Junge Adler, zu dem der Elitehiller Krüger, der normalerweise das Ehrenkleid des Führers schwarze Hose und braunes Hemd trug, 1943 abgeordnet war, entpuppte sich Söhenker als Antinazi, der den verbotenen Feindsender BBC hörte und todesmutig Juden das Leben rettete. Freundschaft überdauert den Krieg. Die Freundschaft Krügers mit dem politisch weiterhin wachsamen Söhenker, der in den 60er und 70er Jahren auch im Fernsehen, Der Forellenhof, Salto Mortale, Erfolge feierte, hatte Bestand bis zu dessen Tod.
Ihm widmet der 88-Jährige, der Offizier der französischen Ehrenlegion und Träger des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist, sein Werk im Vorspann in unendlicher Dankbarkeit. Doch auch Krügers Kontakt zum bedeutenden Theatermimen Florath blieb zunächst erhalten. Bis dieser wohl aufgrund andauernder Schuldgefühle dem Alkohol verfiel und relativ früh verstarb.